Comline steht für Dienstleistungen. Services sind die besondere Essenz, die Produkte und Lösungen zum wahren Wert entwickeln. Dies gilt besonders für Comline-Lösungen rund um Virtualisierungsanforderungen. Wir können uns guten Gewissens als der Vorreiter in der End-to-End-Virtualisierung bezeichnen. End-to-End bedeutet für uns, wir begleiten Sie von der ersten Idee über das Konzept und die Implementierung bis hin zur Übernahme von Verantwortung im Betrieb Ihrer Virtualisierungsanforderungen. Dieses Dienstleistungsspektrum haben wir kontinuierlich in zahlreichen Referenzprojekten bewiesen. Wenn IT-Lösungen dauerhaft effektiv sein sollen, müssen ihre Abläufe kontinuierlich optimiert werden. Für ein Unternehmen ist das im eigenen Hause kaum zu bewältigen. Der Trend geht deshalb zum selektiven Auslagern von IT-Subprozessen. Vertrauen ist hier das Stichwort, um das es uns geht. Unsere Betriebsdienstleistungen decken wir täglich in On-Site, Remote und Managed Services bei unseren Kunden als auch aus unseren eigenen Rechenzentren ab. Wir sind der mittelständige, ausgezeichnete VMware Best Hosting Partner in Zentraleuropa. Diese Auszeichnung und unsere zertifizierten Prozesse geben Ihnen die zusätzliche Sicherheit, dass wir den höchsten Anforderungen gerecht werden. Qualität ist ein weiteres Stichwort, das für die Zusammenarbeit zwischen Anwender und Dienstleister von höchster Wichtigkeit ist. Unsere qualitätsgesicherten Vorgehensmodelle und Prozesse ergeben Best Practices, die für Sie der Garant für höchste Zuverlässigkeit sind. Virtualisierung ist vielschichtig und umfassend. Um alle Aspekte dieser nutzbringenden Technologie für höchste Verfügbarkeit, Businessgeschwindigkeit und Flexibilität einzusetzen, benötigt man starke Partner. Comline steht für Dienstleistungen. Mit unseren Virtualisierungspartnern Hewlett-Packard, VMware und Intel bieten wir höchsten Innovationsgrad und technologische Kompetenz. In der Supply Chain, da geht es auch darum, eben möglichst schnell zu sein. Das ist ein weiterer Punkt, der eben an Unternehmen gestellt wird, wo man eben flexibel sein muss und neue Anwendungen für neue Dienste relativ schnell zur Verfügung stellen muss. Letztendlich ist Time-to-Market immer der entscheidende Punkt. Das ist mein Wettbewerbsvorteil, den ich habe. Wie schnell kann ich neue Prozesse umsetzen? Wie schnell kann ich neue Applikationen auf den Markt bringen, die mir letztendlich einen geschäftlichen Vorteil bringen? Die Vorteile sind nicht nur da bei der Hardware, nicht nur durch das Einführen der Virtualisierung, sondern Sie müssen es ganzheitlich bedenken. Aber es gibt ja viele andere Szenarien, wo einfach sich neue Opportunities auftun, wenn man schneller ist. Jede einzelne neuen, die Sie mehr hinkriegen, ist tatsächlich viel, viel Geld wert. 99,99% ist super, ist es gar nicht. Rechnen Sie das mal aus von der Laufzeit, die Sie haben. Sie fallen einige Stunden im Jahr aus. Virtualisierung enkapsuliert ja im Prinzip das komplette Betriebssystem, die Applikation in einem virtuellen Rechner, der nur eine virtuelle Festplatte hat. Und wenn mir jetzt ein so ein Server ausfällt, auf dem wirklich physikalisch virtuelle Maschinen laufen, kann ich diese virtuellen Maschinen, diese Instanzen sofort auf einem der verbleibenden physikalischen Server neu starten. Ich habe eine Verfügbarkeit oder eine Wiederanlaufzeit von irgendwie 2-3 Minuten im Vergleich zum halben Tag und einem Tag im konventionellen System. Und wir sind jetzt sogar in der Lage, komplette virtuelle Maschinen zwischen 2 physikalischen Servern zu spiegeln, sodass man einfach aus einem Server den Strom rausziehen kann und das System läuft ohne Unterbrechung weiter. Man braucht den Migrationsplan, man muss die Prozesse optimieren. Zielplattformen müssen Server, Netzwerk, Storage beinhalten und die Virtualisierung und den Support. Und wir haben dort eine Technologie eingeführt, in die sogenannte Flex Migration, gerne genutzt, gerade für diese schrittweise Migration. Sie werden natürlich in Ihrem Rechenzentrum noch weiterhin alte Server stehen haben, mit alten Befehlssätzen, um das einfach, mit Software, die darauf läuft. Also macht es doch nur Sinn, dass der neue Server mit der neuen CPU auch diesen sozusagen emuliert. Die typischen Schritte sind eigentlich erstmal, dass man anfängt, sich mal anzugucken, welche Infrastruktur hat man denn heute. Also man macht ein kurzes Assessment, guckt sich an, wie sind die Auslastungen der derzeitigen Server. Dann kommt man mit einer Liste heraus und sagt, okay, das sind jetzt mal die 10-15% der am besten geeigneten Kandidaten. Das sind die, die am wenigsten CPU-Last im Augenblick haben und fängt dann an, diese zu migrieren. Und die Migration funktioniert auch im Live-Betrieb. Das heißt, ich kann einen live laufenden physikalischen Server nehmen und in eine virtuelle Maschine konvertieren. Ich schalte dann einfach den physikalischen Server ab und lass die virtuelle Instanz weiterlaufen. Und so kann ich dann im Prinzip, wenn ich mit der ganzen Systematik vertraut bin, sehr schnell auch skalieren, die Prozesse automatisieren und dann auch gleich mal 50, 100, 200 Server in einem sehr kurzen Zeitabstand migrieren.
Wir müssen die Zöpfe abschneiden aus der jetzigen Situation. Sie wollen nicht, dass jeder einen Server für sich hat. Ein Server für die Abteilung, ein Server für die bestimmte Applikation. Das muss sich ändern. Dieses Denken, dass jeder alles für sich hat. Wir sehen es übrigens sehr stark im Hosting-Bereich, wo Leute immer ihren Server, ihren dezidierten Server haben wollen. Das muss nicht sein. End-to-End-Virtualisierung bedeutet letztendlich der gesamtheitliche Ansatz, Virtualisierung zu betrachten. Wie können Prozesse im Unternehmen so angepasst werden, dass sie die Vorteile von Virtualisierung optimal ausnutzen? Sie können die tollsten Produkte von Intel kaufen. Sie können die tollsten, die ja in HP drinne sind, sagen Sie einfach mal. Sie können die tollsten Produkte von VMware kaufen. Aber ich sage Ihnen eins, das geht nur mit dem richtigen Partner. Betrachten Sie Virtualisierung nicht nur als Konsolidierungstool, sondern eruieren Sie zumindest, welche Vorteile die Hochverfügbarkeit und die Steigerung der Flexibilität der IT-Infrastruktur Ihrem Unternehmen bietet. Machen Sie einen Paradigmenwechsel, virtualisieren Sie, es geht jetzt. Virtualisierung wird auf jeden Fall die Technologie sein, mit der wir unser Rechenzentrum in der Zukunft betreiben. Fangen Sie heute an, fangen Sie klein an, skalieren Sie schnell, damit können Sie die Vorteile am besten nutzen. Wenden Sie sich an Ihren Partner des Vertrauens, damit er aus den verschiedenen Bundles, die es einfach gibt, das Passende für Sie auch wirklich mit Ihnen gemeinsam dann herauspickt und gegebenenfalls noch adaptiert. Die Verbindung von Innovation und Dienstleistung funktioniert dann besonders gut, wenn das Projektteam die Vorteile und den Nutzen der Lösung verinnerlicht hat. Unsere Kunden verlangen von uns herausragende Leistungen. Dabei sind maßgeschneiderte Kundenlösungen unser Kerngeschäft. Um diesem Anspruch auch tatsächlich gerecht zu werden, bietet Comline exzellente Servicestrukturen und Dienstleistungen an. Diese ermöglichen es uns, den gewünschten Kundenbedürfnissen gezielt nachgehen zu können. Annähernd 400 Zertifizierungen erlauben es uns, technologieorientierte Lösungen professionell anzubieten und zu implementieren. Fachlich versierte Consultants und mehr als 200 Service-Ingenieure sorgen mit Leib und Seele für die Verwirklichung individueller IT-Lösungen. Das beweisen wir täglich. Mit unseren Dienstleistungen sind wir bereit für Sie. Ihr Jan Ostrowski.